Ja, du bist schon wieder müde, ich weiß. So, was haben wir denn jetzt noch an Brennmaterial? Nichts, das ich ablegen muss. Was hatten wir da drin? Zunder. Zunder habe ich jetzt auch nicht unbedingt so viel. Huch, das war falsch. So, so. So. Ja, eigentlich könnten wir eine Lupe immer mitnehmen, wa? Wäre gar nicht mal so verkehrt. So, halt, ich habe Hagebutten gefunden, oder? Doch, ich hatte auch Hagebutten gefunden, ne? Ja. 152 Hagebutten schon. Das hatte ich hier abgelegt. Ich drücke aber den falschen Knopf. So, ablegen, ablegen. Dann einmal hier rüber. Ah, die passt hier noch rein, sehr schön. Die passen hier auch noch rein. Das. Und das war's für hier auch schon. Nein. Lampenöl hatten wir doch auch, oder? Ja. Und da unten kann das Nähkästchen noch rein. Und hier hatte ich die Federn, okay. Die zweimal Metallschrott könnte ich gleich mal zum Reparieren benutzen. Na, ich habe gesagt reparieren. Ja, gut, dann halt nicht reparieren, sondern zum Verschwenden. Ist ja okay. Hab's ja verstanden. So, Leder legen wir mal da drüben rein. Und wir haben Hunger und Durst. Essen wir mal dich. Ach ja, ich muss ja noch was vom Wasser ablegen. Ich wundere mich hier, warum ich so eigentlich so schwer überladen bin. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn ich hier 6 Liter Wasser mit mir rumtrage. So. Was vom Wasser noch ablegen. Und dann sieht das auch schon wieder besser aus. Nein, falscher Knopf, mal wieder. Habe ich hier schon was drin? Ja, Stoff. Nein, na, das bunkere ich vielleicht auch unten. Autsch. Was haben wir hier drin? Ach so. Okay, das nehme ich dann mal mit hoch. Ja, Kleiderschrank auf. Nee, warte mal, erstmal Schuhe wechseln. Wobei, die Schuhe dann anziehen? Nee, lieber doch nicht. Wir bleiben mal bei denen hier. Weil da oben ist es doch sehr verschneit. So, aber die kommen dann hier rein. Die in den Kleiderschrank. So, 10 Stoff noch umlagern. Hier kommt noch das Leder rein. Ach so, weil das nur 99% hat. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum der das nicht zusammenschmeißt. Das erklärt es aber. Dann haben wir noch die Notfallspritze. Die wiegt ja nicht viel. Die werde ich mal auch behalten. Dich könnten wir jetzt mal noch reparieren. Okay. Das machen wir doch glatt weg noch. Sonst noch was, was reparaturbedürftig ist? Nö. Da ist noch ein bisschen Stoff. Ja, wir essen und trinken noch mal was. Ach, den Energieriegel.
hat sie gleich ganz weggeschlungen. Okay. Dann nehmen wir halt ein bisschen Erdnussbutter. Uah. Sind noch 4 Stunden Tageslicht übrig. Leg ich mich jetzt schon schlafen oder noch nicht? Ach, was soll der Geiz? Ich leg mich jetzt schon schlafen. Und dann muss ich die Aufnahme auch leider schon wieder beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und wir sehen uns dann mal wieder dann im Dunkeln beim nächsten Mal wieder. Ciao! Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu The Long Dark. Und wie immer starten wir auch im Dunkeln und haben noch unbekannte Anzahl an Dunkelheit übrig. Das ist ja wunderbar. Und wir haben ein Hüngerchen. Was essen wir da denn mal? Ach ja, Erdnussbutter. Einfach mal pure Erdnussbutter schnabulieren. Und es hört sich recht stürmisch da draußen an. Was machen wir denn jetzt im Dunkeln? Habe ich hier noch irgendwas zum Zerlegen? Das sieht nicht so aus. Ja. Dann würde ich sagen, weil es dunkel ist, warten wir mal noch. Na, 2 Stunden erstmal. Und ich habe mir noch gar keinen Plan zurechtgelegt, was wir heute machen könnten. Jetzt können wir nochmal schlafen. Es ist immer noch dunkel. Mann, jetzt wird doch mal hell draußen und der Sturm könnte auch ruhig aufhören. Okay, jetzt wird es langsam hell. Dann schlafen wir jetzt nochmal. Na, eine Stunde wird reichen, hoffe ich. Und es stürmt immer noch. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt hat's aufgehört. Wunderbärchen. So, dann essen wir nochmal Erdnussbutter. Schmackofatzig. Und trinken nochmal was. Okay, Erdnussbutter ist jetzt alle. Wir haben die Schuhe an. Hatten wir nicht auch noch andere Schuhe? Irgendwo? Irgendwo eventuell. Ich suche. Da ist auch was drin. Da ist Leder drin. Okay. Okay, im Badezimmer wahrscheinlich nicht. Vielleicht hier im Kleiderschrank. Leer. Leer, leer. Wir hatten doch noch ein anderes Paar Schuhe, oder? Habe ich die vielleicht unten gebunkert? Hier steht ja auch nochmal so ein Schrank. Durchsucht. Ja, die waren doch leichter, oder? Waren die leichter? Ich weiß es gerade gar nicht. Schuhe. Die waren schwerer. Aber ich kann damit länger sprinten. Aber die halten wärmer. Nee, ich bleib dann doch vielleicht lieber bei denen. Wenn die jetzt leichter gewesen wären, okay. Aber so lieber nicht. Was haben wir sonst noch bei? Ein Brennmaterial, ein bisschen was. Wie schwer sind wir eigentlich? Ich mache jetzt 10-mal mein Inventar auf und zu, einfach nur, weil ich es kann. Noch was Kleines eventuell zu essen. Ja, wir nehmen hier so einen Energieriegel noch mit. Und was haben wir hier noch Schönes zu trinken drin? Was haben wir denn hier? 2 Dosen Limo, 2 Tässchen Kaffee und nicht mehr ganz 2 Liter Wasser. Nehmen wir mal noch ein bisschen Limo mit. So. Ah, wie viel Streichhölzer habe ich? 11. Ein Brandbeschleuniger. Die Lupe. Vielleicht noch ein bisschen Zunder. Wo habe ich das reingepackt? Hier ist Holz, ne? Ja, hier ist Brennmaterial. Ich nehme mal noch ein Buch mit. Hier haben wir Zunder. Nehmen wir mal noch ein bisschen was mit. Da müssten die Streichhölzer sein.
wiegen ja jetzt nicht zwingend so viel, wenn ich nochmal 12 mitnehme. Aha. Ich glaube, hier waren nur die Hagebutten drin, ne? Und die Pilze, genau. Okay. Gar nicht lange weiter rumwursteln hier. Einen Moment. Nochmal ganz kurz. Ausrüstung. Nein. Wir nehmen dich mit und wir nehmen noch einen neuen Nähkasten mit. Die Brechstange wiegt ein Kilo. Nee, die wird noch lange genug halten. Da unten Werkzeugkasten. Das brauchen wir nicht. Ein Werkzeugkasten vielleicht? Nee. Lampenöl könnte ich als Brandbeschleuniger nehmen. Nee, will ich aber auch nicht. Ein bisschen Stoff nehmen wir uns jetzt noch schnell mit. So, einfach nur ein bisschen, damit wir was haben. Und wir haben noch 12 Stunden Tageslicht. Und wir schauen uns wieder um. Jaha, wir gehen auf Wanderschaft. Und vielleicht haben wir ja heute sogar das Glück, dass wir mal irgendwie einen Übergang zu einem anderen Gebiet finden. So. Denn von der Straße gingen ja noch ein paar Wege ab. Den einen sind wir ja lang gegangen schon, der links entlang direkt am Ende dann war oder sehr weit am Ende der Straße. Aber rechts ging ja auch noch mal einer ab und da würde ich heute gern lang schauen. Mal gucken, was wir da so finden können. Ob wir überhaupt was finden. Wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall muss ich sparsam mit meinen Kräften umgehen, da ich jetzt schon ziemlich beladen bin. Aber sicher ist sicher. Denn wer weiß, was wir finden. Und vielleicht wandere ich jetzt auch einfach so lange durch die Gegend, bis ich entweder erfriere oder verhungere. Oder wirklich mal endlich einen Übergang zu einem anderen Gebiet finde. Dann ist es zwar ärgerlich, dass wir hier unsere ganzen Vorräte haben, aber im Endeffekt könnten wir uns bei jedem Kartenabschnitt, wenn wir denn mal andere erreichen, was noch nicht garantiert ist, könnten wir uns eigentlich auch in jedem Kartenabschnitt irgendwie so ein kleines Zentrallager einrichten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man auf jeder Map eigentlich ordentlich was findet, auf jedem Map-Abschnitt. So, nicht zu sehr durch den hohen Schnee, sonst werden die Klamottos nass. Und das wollen wir ja nicht. Minus 5 Grad, okay. Ordentlich kalt. Aber das Wetter spielt mit. Das ist ja auch schon eine Menge wert. Ich würde halt auch eigentlich gern hier so übers Wasser stiefeln, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, auf dem Fluss entlang zu laufen oder auf dem Flüssen. Da gibt es ja, glaube ich, mehr als einen. Ich kann es mir halt nicht so wirklich vorstellen, dass das was bringt. Dass wir da irgendwas finden, außer wahrscheinlich dann wirklich unser Verderben. Das Wandern ist des Müllers Lust. Aber ich bin kein Müller. Ich bin ein armer Passagier, der abgestürzt ist. Alter. Die machen einen Krach, die Hirsche. Was hältst du davon, einfach wirklich wegzulaufen, so entgegengesetzt von mir? Da ist der Eingang zum Feld. Dann dürfte es nicht mehr weit sein, bis die nächste Brücke kommt. Aber ich glaube, es ging schon vorher irgendwie einen Weg Richtung Wald ab. Kann das sein?
Mir ist zumindest so. Hab jetzt schon eine kleine Ewigkeit ja nichts mehr aufgenommen. Deswegen weiß ich das nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube, noch vor der nächsten Brücke müsste was abgehen nach rechts. Oh, uns ist immer noch warm. Müde werden wir langsam. Aber Käffchen ist jetzt nicht, sonst wird uns nur kälter, weil Käffchen ist auch kalt. Boah, aber ich könnte jetzt ein Käffchen vertragen. Ich hätte mir mal noch einen machen sollen vor der Aufnahme. Naja. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Brückchen, okay. Das war aber eigentlich auch nicht die, die ich im Kopf hatte, sondern eher die mit der kleinen Siedlung. Brücke der Einkehr. Und hier geht halt auch was ehemals Fließendes lang. Es fließt ja nicht mehr. Ist ja zugefroren. So, eigentlich müsste ich mal gucken, wie nass meine Sachen eventuell sind oder auch nicht. Na. Okay, die Mütze ist ein bisschen nass. Die Schuhe sind nass. Das ist nass. Und die Hose ist nass. Oh. Weil es schneit oder weil ich hier so zu viel durch den Schnee stapfe? Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, woran das liegt. Ich meine, die Mütze kann ja nur durch den Schneefall nass werden eigentlich. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nicht einfach sagen, simsalabim, Schnee, hör auf zu fallen. Schön wär's, aber es wird nichts bringen. Sag mal, hier ging doch irgendwo noch ein Weg ab, oder bin ich jetzt schon bescheuert? Laufe ich hier jetzt gerade völlig umsonst die Straße entlang? War das echt so weit hinten? Na, hier war's. Sehr schön. So, hier wollte ich hin, nehme ich mal an. Es ist auf jeden Fall auf der rechten Seite der Straße ein Weg, der in den Wald führt. Und wir sind immer noch recht ausgeruht und es wird wärmer. Ich bin schon bei minus 3 Grad, nicht mehr minus 5. Und noch 11 Stunden Tageslicht. Und idealerweise finde ich irgendein kleines Hütchen oder wenigstens eine Höhle, die windgeschützt ist. Wo ich die Nacht verbringen kann. Das wäre mir zumindest sehr lieb. Ist ja eine Berg- und Talfahrt hier. Aber schön. Momentan könnte das Deutschland sein. Also bei uns sieht es fast genauso aus. Leider auch die Straßen. Geräumt wird hier nicht wirklich. Mir leisten, mal ein Stückchen zu rennen? Ah, lieber nicht. Lieber nicht, sonst muss ich doch noch ein Käffchen trinken. Und dann wird mir kälter. Und das wollen wir nicht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Ach komm. Hier jetzt mal kurz ein bisschen schneller hoch. Lauf, lauf. Hallo? Ey, du sollst laufen. Da hängt die sich einfach auf. Na? Boah, jetzt mit dem Schlitten hier runter. Ob die das irgendwann noch einbauen, dass ich mir hier einen Schlitten bauen kann? So ein Wolf oder so ein Hirsch einfach zähmen kann und dann hier auf dem Schlitten? Immer gib ihm. Das wär's doch. Oder Skifahren. Warum finde ich keine Skier? Ich weiß, dass man Skiklamotten finden kann.
Da ist keine Hütte, nur ein Kaninchen. Schade. Noch 10 Stunden Tageslicht und wir werden schon langsam schläfrig. Ich glaube, wir hätten da jetzt sonst ein Stückchen ewig hoch gebraucht. Das war's wert.